wann hast du denn die Angst vor dem Schreiben? Eigentlich schon immer. Also ich hatte natürlich das Glück, dass ich früher nie damit konfrontiert wurde. Ganz schlimm war es, als ich mein Austauschjahr in Amerika gemacht habe, wo einfach Schlangen im Vorgarten waren. Das war ganz normal. Und da hat sich das dann richtig manifestiert, also ganz furchtbar. Gab es da auch mal eine Begegnung mit einer Schlange? Ja, also es ist normal, dass die einfach dann auf der Treppenstufe vor der Haustür liegen. Oder wir hatten auch Katzen, die dann immer die Schlangen mit ins Haus gebracht haben. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach gar nicht geht. Also ich kann die nicht angucken. Ich ekel mich da einfach ganz schrecklich vor. Ja, ich hoffe einfach, dass ich ein normales Verhältnis zu diesen Tieren aufbauen kann, dass ich nicht im Fernsehen umschalten muss, wenn da eine Schlange abgebildet wird und auch einfach ja, nicht schreiend das Zimmer zu verlassen. Also einfach nur ganz normal. Ich will die nicht lieben, ich möchte sie nicht als Haustier, ich möchte einfach nur ganz normal mit ihnen umgehen können. Hast du denn Vertrauen in die Methode? Ja, sonst würde ich das ja hier, glaube ich, auch nicht machen. Also ich glaube schon, dass es funktioniert. Und mal schauen. Also ich bin da ganz offen für. Also ich hatte schon immer Ekel, aber ich konnte sie mir früher noch im Fernsehen angucken. Aber das war, also als ich die Tür morgens aufmachte, um die Katze ranzulassen, die steht da mit dieser Schlange im Maul, da war vorbei. Das Okay, dann guck mal jetzt, was ist jetzt mehr? Die Vorstellung, wir gehen gleich rein. Ist das mehr Ekel oder ist das mehr Angst? Absolut Ekel. Absolut Ekel. Mein Ekel vor Schlangen, 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 mein Ekel vor Schlangen. Und einmal bitte Seite von Schlangen. Mein Ekel vor Schlangen, mein Ekel vor Schlangen, mein Ekel vor Schlangen, mein Ekel vor Schlangen. Dann einmal die linke Hand, bitte geradeaus gucken. Einmal scharf unten rechts gucken. Unten links. Kreisen. Andersrum. Geradeaus, einmal summen. Er ist noch da. Ist noch da? Wie hat er sich verändert? Niedriger geworden. Wie würdest du den Satz jetzt beschreiben? Mein Ekel vor. Mein Ekel vor dieser Schlange. Mein Ekel vor. Denkst du an Schlange. Eine bestimmte Schlange? Und du sagst, mein Ekel vor dieser Schlange? Einfach kein Monster, eine normale Schlange. Einfach nur mein Ekel vor dieser Schlange. Ja, mein Ekel vor Schlange. Mein Ekel vor dieser Schlange. Mein Ekel vor dieser Schlange. Die sind so glitschig? Ja. Okay, diese Haut und diese Augen und diese Zunge. So glitschig. Ja, sag das ruhig. Mein Ekel vor dieser Glitschig. Nee, nicht Ekel, das sind die so glitschig. Sind so glitschig. Was noch, diese sind Augen? So glitschig. Bewegung. Die Bewegung, Auch Bewegung. Ekel oder was? Oder Angst und Ekel, beides. Okay. Dann Angst und Ekel vor der Bewegung? Meine Angst und Ekel vor der Bewegung. Meine Angst und Ekel vor der Bewegung. Was ist das? Klopf den Punkt. Hier, klopf den Punkt. Was ist das für eine Trauer? Was ist das? Die ist eklig. Nee, was ist das für eine Trauer? Die ist was ist das für eine Trauer? Bleib bei der Trauer. Bleib bei der Trauer. Ich mach das schon. Was ist das für eine Trauer? Weiß ich nicht. Okay, bleib bei der Trauer. Meine Trauer. Ja, bleib bei deiner Trauer. Das ist in Ordnung. Trauer. Ja, ist okay, bleib dabei. Bleib nur bei dir Trauer jetzt. Trauer. Kannst du das konkreter sagen, wovor? Kommt da was klarer raus? Ich kann die einfach nicht ansehen. Nee, bleib bei deiner Trauer. Was ist mit der Trauer? Das ist nicht. Was ist mit der Trauer? Es ist Angst, Wut. Angst, Wut? Weiß es okay, nicht. Ja, was ist das? Angst, Wut. Auf wen? Auf was? Oh, diese Schlange. Aha. Wut auf die Schlange? Ja, dass sie da ist. Okay, dann sag mal meine Wut auf diese Schlange, dass sie da ist. Meine Wut auf diese Schlange, dass sie da ist. Ja, okay. Meine Wut auf diese Schlange, dass sie da ist. Meine Wut auf diese Schlange, dass sie da ist. Gut.
Glut auf diese Schlange, dass sie da ist. Aha, gut. Ekel ist noch da. Ekel ist noch da. Gut, dann gehen wir gleich auf den Ekel. Moment. Was ist mit der Trauer? Die ist okay. Ja, die Trauer ist okay. Wut auch. Ich denke. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder kommt. Guck sie einmal an. Ja, angucken geht. Angucken geht. Ja. Mhm. Gut. Wie du sie siehst, ist da noch Ekel oder Wut oder Trauer? Also Wut nicht, mhm. Aber Angst, ja. Und Ekel. Gut, Angst und Ekel. Wovor? Angst, die Angst. Wovor die Angst? Kontakt mit diesem Vieh zu haben oder es überhaupt in die, also jetzt näher als irgendwie einen Meter zu kommen und die überhaupt jetzt vor mir, in meiner Gegenwart zu haben. Okay, also meine Angst, sie in meiner Nähe zu haben, meine Gegenwart Angst, zu haben. Meine Angst, sie in meiner Nähe zu haben. Der Schlange in irgendeiner Form wieder einen Schritt nähern kannst. Was ist jetzt? Was ist das? Was ist das? Glitschig. Hübsch, eklig? Nee, die ist glitschig. Glitschig, ach glitschig. Na, sag mal glitschig, glitschig. Die ist so glitschig. Die ist glitschig. Ich mag die einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht. Nee, du musst sie ja nicht mögen. Du wirst sie nicht heiraten. Ein Stück kann die noch. Sie kann nicht springen. Aber sie können kriechen. Was für sie? Kann kriechen. Sie kann kriechen? Ja, hör mal. Wo soll die denn hinkriechen? So, umklappen, umklappen. Okay, sag mal, meine Angst, dass sie mich anfällt und guck sie dabei an. Meine Angst, dass sie mich anfällt. Meine Angst, dass sie mich... Oh, die Zähne da. Siehst du was? Sie bewegt sich. Sie bewegt sich? Ja. Ah ja. Angst, dass sie sich bewegt? Ja. Ah! Was ist jetzt? Sag mal. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Sag mal, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Mir fehlt so ja, aber was ist die Trauer? Was ist die Trauer? Was ist die Trauer? Ich habe noch Angst. Angst? Aha, wovor? Wenn ich die Schlange anfällt. Hm. Sicher? Dass sie mich anfällt? Okay. Erzähl ruhig nochmal von der Situation. Ja, die lag halt geknäuelt im Gras und mich gesehen und ist halt dann so weggeschlängelt. Ja. Das war. Hattest du da auch Angst? Ja, klar. Weil es Giftschlangen waren? Oder? Nee, ich weiß es nicht. Ich gehe nicht damit nicht. Es kann sein, aber die meisten waren ungefährlich. Aber die waren einfach nur eklig. Diese glitschige Haut und dieses Schlängeln. Und, Guck, wie weit du kannst. Du bestimmst das Tempo. Du brauchst dir nicht anfassen. Du brauchst nur gucken, wie weit du rangehen kannst, wie dicht du rangehen kannst. Wenn du weitergehst, klopfst du selber den Punkt hier. Oder nimm mal hier auf der Seite, ich klopfe mal auf der Seite. Da. Nee, wegen des Mikros. Und dann nimm die Seite. Es geht, das ist okay. Ja, gut, ich geh mal ein Stück vor. Das geht langsamer. Ja, etwas hört da. Sie tolerieren. Ja. Das ist jetzt momentan sehr ruhig, ne? Das ist, finde ich, gar nicht schlecht. Ja, nee, sie ist immer so ruhig. Okay. Ist okay. Eigentlich. Mhm. Bewegt sie sich? Ja. Mhm. Ah ja. Ja? Dann sag mal, meine Trauer, dass meine Katze durch die Schlange getötet wurde. Meine Trauer, dass meine Katze durch die Schlange getötet wurde.
meine Trauer, dass meine Katze durch die Schlange getötet wurde. Die Augen sind gar nicht so schön. Nee, ne? Ja, der hält sie auf dem Arm. Ja, gut, ja, klasse. Denk bis gleich durch. Aber erstmal nur so. Ganz zart. So. Ja, toll. Gut. Gut. Und dann geht hier. Und hier klopfen. Und klopfen. Und klopfen. Und hier klopfen. Was kommt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ekel? Was ist das? Ekel oder Angst? Ich nehme die übrigens gerne, wenn man sie streichelt. Ach, toll. Ja, so. Ja, guck mal. Siehst du? Toll. Klasse. Gut. Du hast es gleich. Du hast es gleich. Du hast es gleich. Guck. Guck. Geistern kann ich mich dafür nicht. Nein, ich auch nicht. Darum geht's auch nicht. Du sagst, du sollst sie nicht heiraten. Geht nur darum, dass du sie neutral einfach so siehst, wie sie ist. Ne? Das ist ganz kühl. Das wird sie ja nicht gedacht. Ich dachte, die sind warm. Ey, ey, ey. Jetzt wird sie aber mutig. Nochmal. Musst du mich hier berühren da? Wo ich bin. Ja, gut. Gut. Wem ist es unwünscht, dass du das jetzt aushältst? Da war ja einiges hinter dieser Schlangenphobie. Was ist für dich jetzt eigentlich klarer geworden? Vor allen Dingen halt auch, dass es einen Grund hatte, warum ich diesen Ekel und Ärger verspürt habe. Also, dass es halt einen Grund gibt, warum ich mir die Dinger vorher nicht mal im Fernsehen angucken konnte. Das ist jetzt okay. Also, ja, ich kann jetzt die Schlange angucken, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss gleich heulen und rausrennen und wegrennen. Und ja. Hast du denn das Gefühl, dass es ein dauerhafter Erfolg ist? Ich hoffe. Also, wie fühlt sich es denn jetzt an? Gut. Also ich fühle mich gut. Also es wird nicht mein Lieblingstier werden und ich werde mir auch keine zulegen. Aber es ist okay. Also es stört mich nicht. Stört mich wirklich nicht.